Hallo liebe Freunde und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon. Und ich muss erstmal hier den scheiß Simulator anklicken. So, jetzt geht's. Wunderbar. Ja, was haben wir denn so Wunderbares gemacht in der letzten Folge, in der letzten Aufnahmesession? Wir haben uns den Orden geholt und sind dann noch in den Untergrund gegangen. Allerdings relativ erfolglos in den Untergrund, weil es war ein bisschen, ne, so halt. Diese eine Falle hat mich so ein wenig ausgebremst, aber das ist schon okay. Ja, also in Untergrund kann ich eventuell noch einmal gehen, es kommt irgendwann später, aber aktuell, ich meine, ich habe jetzt in der letzten Folge diesen Untergrund betreten, habe euch das ein bisschen gezeigt und habe in dem Part dementsprechend nicht wirklich viel erreicht. Und dementsprechend werde ich jetzt auch erst einmal weiterhin der Story folgen, werde erstmal ein bisschen wieder trainieren und ja, werde im Grunde zum nächsten Stadt gehen, zum nächsten Orden. Und wir machen so erst einmal weiter. Ah, Geheimpower hat ihn zum Schlafen gebracht, das ist aber toll. Okay, und Tackle reicht, komm. Ja, Tackle, das muss reichen. Ja, sei ja, das reicht, das ist doch klar, dass das reicht. Als ob es das überleben kann. 314 ist eigentlich schon wieder etwas, ne? Okay, da oben haben wir einen Superball geholt. Hier unten, der glaubt, der kämpft gar nicht. Der will einfach nur eine Profi-Angel oder sowas verschenken. Ja, wobei, die kann ich eigentlich mitnehmen. Dann kann ich im Grunde, ja, dann da habe ich nämlich wenigstens jetzt eine Angel. Damit kann ich dann versuchen, einen Barschwarz zu fangen. Nein. Musst mir jetzt nicht erklären, wie das Ding geht. Ja, ja, ja. Kämpft gegen mich, danke. So. Des Weiteren, wir haben jetzt im Grunde noch zwei Plätze frei und das wären ja im Grunde einmal Piondraki. Ja, das kommt dann beim fünften Orden, glaube ich. Ja, beim fünften dürfte das sein. Nicht, verdammt, eigentlich wollte ich ja Geheimpower einsetzen. Es kommt dann beim fünften Orden, da müssen wir dann in diesen, sagen wir mal, in diese Safari-Zone und können uns das da fangen. Und dann habe ich ja noch, ja, Milotic eigentlich so als ja, letztes Pokémon in Aussicht. Aber das wird natürlich wieder so eine sehr, sehr schwierige Aktion. Und wenn es ein bisschen zu lange dauert, wenn ich da wirklich Ewigkeiten nichts finde, dann nehme ich mir irgendein anderes. Also dann werde ich, keine Ahnung, werde ich versuchen, mir einen Mantyrps zu fangen, Remoraid und das zu Mantax zu entwickeln, weil man kann Mantax nicht so fangen. Man muss es unbedingt durch die Entwicklung bekommen. Oder in der Siegelstraße war das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass es in der Siegelstraße war. Ich kann mich jetzt auch irren, weil ich habe das... Es ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Kann man sich einen Lapras fangen? Das wäre letzten Endes auch noch so eine Idee, die ich hätte. Da müsste ich natürlich offscreen ein bisschen trainieren. Mein nettes, kleines Lapras, das ich mir dann in der Siegelstraße fange, aber... Da hätte ich nicht so wirklich viel... Ja, also das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Da hätte ich jetzt nicht so viele Probleme mit, muss ich zugeben. Denn das Offscreen-Trainieren, das geht ja relativ einfach. Besonders, wenn ich jetzt den Kampffahren da habe. Da kann ich ja ganz, ganz schnell eben kurz nochmal hier irgendwo in die Gegend hingehen. Besonders gleich oben. Ich sag gleich, aber das werden wir nur in diesem Part nicht erreichen, weil wir so viele Kämpfe machen werden jetzt. Auf jeden Fall oben in der nächsten, über der nächsten Stadt gibt es drei Trainer. Und diese drei Trainer, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die in Platin auch noch so krass drauf sind, aber auf jeden Fall in Diamant und Perl hatten die auf jeden Fall, hatten zwei von denen auf jeden Fall einen Vulnera. Und das gab ja schon so extrem viele Erfahrungspunkte, also das war wirklich krass. Da könnte man immer einen Kampffahren dann nutzen, da hingehen, kämpfen und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr geile Stelle. Oder eine geile Stelle ist auch nach dem vierten Orden, also hier nach dem vierten Orden. In Diamant und Perl wäre es nach dem dritten im Grunde. Aber hier nach dem vierten Orden gibt es wieder so eine lange Strecke, so eine Route. Ich weiß nicht, welche die wie die jetzt heißt, aber da gab es dann auch wieder jede Menge Trainer, die verdammt starke Pokémon hatten. Vor allem, wenn man das öftere mal gegen die gekämpft hat. Komm, es ist doch jetzt nicht... Oh Mann, deine Mutter. Okay, ein Doppelkampf. Wen habe ich denn hier?
Ja komm, dann lass ich mal die beiden Neulinge zusammenkämpfen. Die müssen ja auch so eine kleine Sympathie miteinander entwickeln, ne? Und dann, wie gesagt, in der Route, da gab es auch noch wieder welche, mit denen man sehr gut kämpfen konnte, die sehr starke Pokémon hatten, wo man wirklich sehr viel Erfahrungspunkte bekommen hat. Also, Möglichkeiten zum Trainieren gibt es sowas von viele. Das ist schon fast nicht mehr normal. Okay. Dann würde ich sagen, übernimmt Keksuli jetzt einfach mal das Pantimimi und René übernimmt das Mobile. Ja, komm, Drachenboot und danach nochmal Sandgrab. Das sollte es gewesen sein dann. Ich bin irgendwie voll müde. Ach. Meine Güte. Das Schöne ist, gleich nämlich, nachdem ich Pokémon aufgenommen habe, ich denke mal, ich werde jetzt hier so, keine Ahnung, 3, 4 Parts aufnehmen oder so, dann nehme ich auch noch Doom auf. Oh, das wird so wunderschön. Ich habe ja, Doom habe ich letztens nur ein Part aufgenommen. Lag einfach daran, ich musste dann einfach, da musste ich weg, ich musste helfen. Und hatte dann hab im Grunde mitten in der Mission aufgehört, was ich eigentlich gar nicht wollte. Weil ich wollte nämlich in Doom eigentlich immer das abschnittweise aufnehmen. Abschnitt für Abschnitt. Und den dann im Grunde in Parts unterteilen. Aber da musste ich jetzt mitten im Abschnitt aufhören und... Ich hätte den am liebsten durchgezogen, um ehrlich zu sein, weil das ist wirklich einer der Abschnitte, die mir am meisten auf den Sack gehen. Nicht nur welche, die mir am meisten auf den Sack gehen, sondern auch der Abschnitt, der mir vor allem auf diesen Schwierigkeitsgrad am meisten Angst macht, verdammt. Ich hatte in diesem einen Part den Schreck meines Lebens. Aber hey, passiert halt manchmal. Okay. Gixuli hat ein Level dazu bekommen. Das ist doch wenigstens was. Was haben wir denn da? Also wenn wir hier surfen, dann bekommen wir auf der rechten Seite, glaube ich, irgendwo eine Pflanzenattacke. Ich bin mir nicht sicher, was das war. Ich glaube, das war sowas wie Gigasauger oder so. Ich kann mich jetzt auch irren, ne? Also vertraut mir in diesem Fall jetzt nicht direkt, aber ich meine, dass es so etwas war. Gigasauger oder so. Ein Pichu. Ja, man sieht, also hier dieser Bereich, das ist dann schon irgendwie... Nein, Mann. Das ist dann schon irgendwie dieser Bereich für die ganzen Baby-Pokémon. Wo man nicht wirklich viele Erfahrungspunkte bekommt. Ist natürlich jetzt ein ziemlich doofer Bereich eigentlich, weil man möchte eigentlich immer so viele Erfahrungspunkte haben, wie es geht. Aber manchmal kommen halt auch solche Gegenden. Da kann man leider nichts gegen tun. Was hat die denn nochmal für Pokémon? Ich bin mir nicht mehr sicher, was hat die? Ich glaube, die hat... Nee, die ich meine, ist, glaube ich, einen weiter. Ah. Glaube ich. Biss! Aber was wir gleich noch machen werden, ist in den Turm gehen, den wir gleich finden. Denn da... Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob es in diesem Turm zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon was gibt. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich meine nämlich, in dem Turm kann man ein VM bekommen, aber ich glaube, das bekommt man erst irgendwann später. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber wir können ja im Grunde trotzdem schon mal reingehen. Da sind noch Trainer auf unserem Niveau. Wenn wir da erst später reingehen, dann machen wir die Trainer erstens viel zu schnell fertig und zweitens... bringen uns diese Erfahrungspunkte einfach nicht mehr wirklich viel. Ein Ruckzuck-Hieb. Oh, ein Volltreffer. Okay, ich war gerade schon so erstaunt, dass ein Ruckzuck-Hieb allein reicht. Und Pantimimi. Mensch, also das ist echt Baby-Pokémon pur. Okay, Bissattacke, das wird schon was. Aber wir sehen schon, Keksuli ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Pokémon und wird sich, denke ich mal, als Tiana oder Nachtara oder Glaceola sehr gut in unser Team integrieren. Wobei mir natürlich Tiana oder Nachtara eigentlich auch schon ziemlich reichen würden. Also es müsste jetzt nicht unbedingt Glaceola sein, aber Glaceola hatte ich so direkt noch nie im Team. Deswegen wäre das eigentlich schon interessant, aber das ist natürlich das Problem... Ne? Glaceola wird relativ spät erst da sein. Na gut. Hier haben wir... das war bestimmt mal ein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spirit-Kern ganz hervorragend passen. Ja,
Den werde ich hier mal reinpacken. Jetzt wurde der Steinturm wiederhergestellt. Auf dem Turm kann man die Inschrift Geweihter Turm lesen. Ja. Und an diesem Turm, an dieser Stelle, kann man sich ein Krüppuk fangen. Allerdings muss man, glaube ich, dafür noch irgendwas Bestimmtes machen und ich habe keine Ahnung mehr, was das genau war. Deswegen, tut's mir leid, dass ich das nicht weiß und was weiß ich. Aber dafür gibt es ja PokeWiki. Da kann man ja mal schön nachschauen dann, ne? Aber auf jeden Fall ist das die Stelle, wo man sich einen Krüppuk fangen kann. Und Krüppuk an sich ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Pokémon. Das habe ich auch sogar schon mal trainiert. Das ist einfach eins von diesen Pokémon, die keine Schwäche haben. Das ist, glaube ich, Geist und Licht oder so. Und Geist und Licht hat ja irgendwie keine Schwäche. Dafür ist es Pokémon natürlich relativ langsam zum Beispiel. Aber das macht ehrlich gesagt nicht wirklich so viel aus. Aua, jetzt habe ich den Krüppuk gehauen. Denn das Krüppuk hat meiner Meinung nach einen relativ hohen Verteidigungswert. Also für Spezialverteidigungswert, je nachdem wie man es trainiert. Und von den Attacken her ist es auch richtig nice. Müde! Meine Güte! Ich hoffe, das war jetzt nicht übersteuert, aber wenn ich jetzt gerade in Outer City so sehe, das sieht ziemlich übersteuert aus. Scheiße. Okay. Dann tackeln wir das Ponita mal zu Tode. Kiksuli wird mit Sicherheit dann in diesem Kampf hier noch die... Ja, doch nicht. Scheiße. Ich dachte jetzt, diese Person hätte noch ein Pokémon, aber da lag ich wohl falsch. Na gut, hier hinten hätten wir ein TM. Und soweit mich mein Gedächtnis nicht täuscht, handelt es sich um Stahlflügel. Genau, Stahlflügel. Dürfte für unsere Pokémon aktuell noch nicht wirklich so nützlich sein, weil... Ja, ne? Wir haben leider kein Pokémon mit Flügeln. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht wirklich, dass das irgendeins von meinen Pokémon erlernen kann. Und wenn doch, dann wäre ich ziemlich erstaunt. Okay, Kiksuli wird auf jeden Fall ein neues Level erreichen, das ist schon mal klar. Nehmen wir mal... Bis auf Haspirohr und Drachenwut auf Bammelin, das geht schon. Drachenwut wird natürlich jetzt... Drachenwut ist jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Attacke, die nicht mehr so gut ist. Weil es ist einfach... Und cool. Es ist einfach nur diese 40 KP, die da genommen werden. Das ist nicht wirklich viel. Boah, Alter, wäre Ultraschall jetzt auf Kiksuli gegangen, dann wäre Kiksuli weg. Okay. Wir haben gelernt, dass René schneller ist als alle anderen hier. Oder? Habe ich mich da verguckt? Weil dann nehme ich nämlich diese... Dann habe ich nämlich im Grunde diese Reihenfolge gewählt, damit Kiksuli jetzt nicht irgendwie dämlicherweise von irgendjemandem getötet wird. Meine ich doch. Und Haspirohr hat keine Ausdauer eingesetzt, das heißt, es wird jetzt elendig verrecken. So wie es muss. Das war jetzt, naja, relativ wenig Erfahrungspunkte. Aber okay. Muss man drüber hinweg gucken, ne? So, damit hätten wir jetzt schon Kiksuli auf Level 30. Kiksuli behält weiterhin die Sandglocke, damit es weiterhin Zuneigung bekommt. Und sich dann auch bald irgendwann mal entwickeln kann. Bitte nicht! Bitte jetzt kein Kampf. Das wäre nicht geil. Hey, Ulki! Ich hab hier was Tolles gefunden! Pass auf! Was? Was in aller Welt? Worum geht's hier eigentlich? Ich hab ein paar Sticker, aber ich hab vergessen, die anzubringen. Oh, klar. Das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll. Die musst du dir unbedingt ansehen. Ich hab dort sogar versteckte Maschinen auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein anderes Mal. Bis dann. Okay. Ja, Auflockern ist eine neue VM, die in dieser Generation dazugekommen ist. Und zwar kann man das einem Vogel-Pokémon, glaube ich, beibringen. Oder halt so in diesem Bereich. Und damit kann man im Grunde Nebel aus diesem Gebiet verschwinden lassen. So, dann komme ich mal bald wieder, ne?
Habe ich denn irgendein Pokémon, das auflockern lernen kann? Das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Ich denke mal, Drifzevili wird diese Attacke ganz leicht erlernen können. Allerdings werde ich Drifzevili diese Attacke nicht beibringen, denn auflockern macht keinen Schaden. Es ist einfach nur dazu da, um, ja, halt diesen scheiß Nebel wegzumachen. Okay, wie ich es mir dachte. Stahlflügel kann niemand einsetzen. Dunkelklaue, wie sieht's damit aus? René könnte Dunkelklaue. Nur ist die Frage, ist das eine sinnvolle Attacke für René? Wir können ja mal kurz seine Angriffs- und Spezialangriffswerte angucken. 65 Angriff, okay. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich noch für Pokémon fange, dann ist eigentlich Dunkelklaue gar nicht mal so eine schlechte Idee, denn Pion Draghi wird Sachen erlernen wie Feuerzahn, Kreuzschere, Gifthieb und so weiter. Ja, das sind so Attacken, die sind eigentlich immer typisch für einen Pion Draghi, zumindest bei mir. Dementsprechend, denke ich mal, werde ich René einfach mal die Dunkelklaue beibringen.